Jetzt einmal, also das Wiesenschaumkraut macht es dann nicht wirklich leicht, dass man die Früchte und Samen herzeigt. 60 eben. Aber ich will versuchen. Also, schaut mal, was wir da jetzt sehen, ich habe da einfach ein paar von diesen Fruchtstände aufgerissen. Es ist noch nicht ganz reif, aber ich gehe das Risiko jetzt nicht ein, weil es kann sein, dass das bald eine gemahlte Wiesen ist sozusagen. Und das war es dann mit meiner Chance, dass ich das Ganze herzeige. Aber ihr seht, es sind so schotige Früchte, also die sind so 3-4 cm lang und drinnen reifen dann so kleine Samen heran, die werden noch braun, wenn sie reif sind, und diese Schoten springen dann auf und es wird einfach ausgestreut. Also das Wiesenschaumkraut ist somit ein Selbstausstreuer. Ich möchte euch das jetzt sagen, also wenn ich nicht wüsste, wo ich es gefunden gehabt habe, wie es blüht, war ich jetzt natürlich chancenlos gewesen, dass ich da nochmal herkommen kann, um das zu finden, weil, ja, ihr seht selbst, das geht schon ziemlich unter. Ja, hat es gut gemacht, also ist gut getarnt praktisch und kann da jetzt, wenn es ihn nicht ausreißt hat, sein Leben vollenden und für eine neue Generation sorgen. Ja, Wiesenschaumkraut, ja, nicht nur auf Samenausstrahlen angewiesen, ist eine mehrjährige Pflanze, also auch da gibt es irgendwo ein Wurzelsystem, wo Energie gespeichert ist und kann dann neu austreiben. Also mehrere Chancen, um das Leben zu erhalten, nämlich durch Aussamung oder eben selber nochmal kommen. Also, so viel zum Wiesenschaumkraut. Wir haben da miteinander den Zyklus begleitet und ist somit vollendet.